Wird ja mal Zeit für peinliche Bilder. Daher stopfe ich mir hier jetzt einen Pömpel zwischen die Beine und transportiere damit 3 Klopapierrollen. Beim Pusten dieser Backpapierform probierte ich allerlei Runden rum, ehe es klappte. Hier mussten wir einen Teller mit Geld belegen, ohne dass er untergeht. Ich fing mit den kleinen leichten Münzen an und legte sie wie hier in etwa rauf. Der Teller war letzten Endes voller als hier gezeigt, aber er sank nicht bei mir. Ein Band habe ich schon öfter in einen Hosensaum gezogen, also hatte ich damit keine Probleme. Mein Baseballschlag klappte beim ersten Anlauf, sah ähnlich wie bei ihr aus. Nudeln auf Nudeln fädeln fand ich ziemlich tricky. Vor allem bei den letzten Nudeln fand ich es schwer, dass sie nicht gleich wieder runterfallen. Außerdem wurde nach einer Weile die Nudel im Mund weich, aber ich habe es gepackt. Unerwarteterweise brauchte ich hier, wo wir den Tischtennisball über die Pfanne in die Schüssel flippen sollten, länger als gedacht, aber es reichte. Mit dem Biertransport hatte ich null Probleme. Es beeindruckt mich manchmal selbst im Nachhinein, wie lange ich im Spiel war, was ich beim Drehen überhaupt nicht merkte. Bei diesem Augenklebspiel zum Beispiel war ich Drittletzte, war aber dafür ziemlich entspannt. Ja, die Dinger lösten sich zwar irgendwie schlecht für mich, aber was soll's, es hat gereicht. Wo wir die Dosen aufstapeln sollten, habe ich im Spiel schon irgendwie gezweifelt, ob es mich hier erwischen könnte. Mir fiel der Ton ein paar Mal um, sodass ich neu starten musste und ich hatte nicht das Gefühl, einen gewissen Dreh rauszuhaben. Irgendwie ging es dann aber doch und ich fand es mega beeindruckend, dass Marvin das mit seinem Tremor schaffte. Beim nächsten Spiel mussten wir einen Becher mit der Luft eines Luftballons durch diese Strecke führen und hierzu wurde ich interviewt. Ich werde erstmal ausprobieren, wie es so funktioniert. Mal mehr, mal weniger Luft und habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ja, guck mal, Andrea ist eigentlich eine, die ist ständig am Zittern. Mhm. Jetzt hat es aber geschafft. Und es fühlt sich auch cool an, einfach mal so wirklich unter den Allerersten zu sein. Und war eigentlich echt easy. Ja, schön. Haha. Bei diesem Spiel habe ich zwar mehr Runden gebraucht, als ich dachte, aber... Check! Als wir die Zuckerstücken auf dem Handrücken transportieren mussten, war ich innerlich schon ziemlich aufgeregt. Das letzte Stück vor der Linie war wirklich das Schlimmste, aber ja, ich konnte mich bändigen. Es sah so ähnlich aus wie hier bei mir. Diese Gummischlangen hier mussten wir in den Mund nehmen und von Tischen zum Eimer transportieren. Ich hatte von vornherein den Eindruck, ich krieg da nicht so viel rein und daher konnte ich in meinem Team die kürzeste Strecke nehmen. Die Schlange konnte ich auch wirklich nur in 2 Stücken transportieren und insgesamt war mein Team aber nicht das letzte, so dass ich wieder eine Runde weiter war. Yeah! Den Sack habe ich zwar nicht beim ersten Versuch reingetroffen, aber ich war auch nicht die letzte. Die 9 mit Lego bauen war okay. Übrigens schaute ich die Show unter anderem mit meiner besten Freundin und ihrem 3-jährigen Kind, was zigmal sagte, ich will da auch mitmachen. Und ich meinte zudem dann, ja, wenn du erwachsen bist, darfst du auch Lego in solch einer Show spielen. Ja, voll fies. Jetzt sollten wir blind Taschenlampen suchen. Hier kommentierte Schmiso. Alter, die gehen so schlecht mit den Pflanzen um, wie ich zu Hause, ehrlich gesagt. Tja, wer Taschenlampen in Sesselritzen schiebt, dem ist auch zuzutrauen, dass er sich einpflanzt. Beim Klopapierrollen riss meinen Vorgängerinnen bereits die Rolle. Sag mal, wieder fast gerissen. Das ist, wenn der Ehrgeiz mit einem durchgeht. Aber, ja Leute, meine Kreisnachbarn Frank und Jule und ich, wir sind immer noch da. Wir waren jede Runde dankbar, die wir noch zusammenstanden. Und wir sind damit in Show 4.